Herr Direktor Tobermeier, guten Morgen. Was machen Sie denn schon um 6:30 in der Schule? Ach, Herr Maulhardt, guten Morgen. Sie sind ja schon da. Ich wollte gerade die Eingangstür aufschließen, aber das war gar nicht nötig. Genau, die hatte ich schon aufgeschlossen. Wissen Sie, wegen des Filmdrehs bei uns ist hier so einiges auf meinem Schreibtisch liegen geblieben. Und das muss dringend erledigt werden. Ja, hier war wirklich was los, da haben Sie recht. Übrigens, den Pferdezaun am Sportplatz habe ich schon wieder komplett abgebaut. Vielen Dank. Sie sind wirklich ein sehr fleißiger Hausmeister. Herr Maulhardt, war das denn? Ich glaube, das kam aus dieser Richtung. Vom Schulhof. Kommen Sie, Direktor. Über den Flur. Hier, in den Klassenraum. Ans Fenster. Vielleicht sehen wir die Ursache für den Knall. Moment, den Vorhang zur Seite. Meinen Sie wirklich, man kann was erkennen? Ja. Es ist doch noch dunkel draußen. Moment, ich habe es. Oh mein Gott. Heiliges Kanonenrohr. Sehen Sie, da ist ein riesiger Krater mitten im Schulhof. Oh. Und da drin leuchtet etwas. Ja. Grünlich. Es leuchtet grünlich. Aber was ist das für ein Leuchten? Ach, der ganze Staub, Mann. Man kann kaum etwas erkennen. Vielleicht ist da ein kleines Flugzeug abgestürzt. Kommen Sie, lassen Sie uns rausgehen und nachsehen. Wir müssen wissen, was da passiert ist. Nein, das sieht zu gefährlich aus. Wir sollten lieber Hilfe holen. Ich werde von meinem Büro aus Kommissar Petersen verständigen. Kommen Sie mit? Und wie ich mitkomme? Kommissar Petersen, ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber es sieht wirklich schlimm aus. Herr Direktor, gehen Sie und Herr Maulhardt auf keinen Fall allein zu diesem Krater. Ich informiere die Feuerwehr und alle nötigen Einsatzkräfte und werde in ein paar Minuten bei Ihnen sein. Warten Sie an der Eingangstür der Schule auf mich. Selbstverständlich, Herr Kommissar.